Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student im Deutschkurs B2 bis C1 im Kapitel 26 behandeln wir die Funktionsgefüge mit festen Präpositionen. Wir sind auf der Seite 3. Hier nun die Funktionsgefüge. Nummer 10. An jemanden im Akkusativ eine Anfrage richten, bedeutet anfragen, fragen, eine wichtige Frage stellen, eine offizielle Frage stellen. Nummer 11, über etwas oder jemanden im Akkusativ Angaben machen, bedeutet etwas angeben. Zum Beispiel den Namen angeben, die Personalien angeben. Nummer 12. Etwas im Akkusativ in Angriff nehmen bedeutet anfangen, starten, beginnen, loslegen. Nummer 13. Einen Angriff auf etwas oder auf jemanden im Akkusativ richten bedeutet angreifen, attackieren. Und Nummer 14, vor etwas oder vor jemandem im Dativ Angst haben oder Angst bekommen, bedeutet sich vor etwas oder jemandem im Dativ fürchten. So, machen Sie bitte jetzt die Übung Nummer 3 von Übungsbeispiel 14 bis 18. Ich werde Ihnen im Lösungsteil dann die richtige Lösung oder den fehlenden Wortschatz nachliefern. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit der deutschen Sprache. Tschüss.